Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen, ganz, ganz entspannenden Folge Rift. Mein Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut, schön, dass ihr dabei seid mit Detlef und mit mir, der hier, wie hier zusammen hier die Meere mit euch erkunden. Wir waren in der letzten Folge dabei, haben hier an der kleinen Insel festgemacht. Ich sage euch warum. Wir wollen hier noch ein bisschen Holz farmen, wir wollen hier mal schauen, was es hier unter Wasser gibt. Ich habe hier schon ein bisschen Seetang gesehen, schon wieder ein bisschen Schrott. Also, ich sag mal, das bietet vielleicht ein bisschen Potenzial hier, dass wir mal in jedem Falle mal an Land gehen können. Dann schauen wir mal, was hier erstmal die Insel uns so mal zu bieten hat. Wunderschöne Blumen gibt es wieder am Start. Hier gibt es zum Beispiel wieder eine Ananas, die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Hier drüben haben wir wieder die blauen Blumen und so weiter und so fort. Und dann wurde ja in der Community gefragt, ob ich nicht mal, wie gesagt, so ein kleines Video machen kann. Ob ich nicht mal so ein kleines Video machen kann über dieses Thema Farben. Und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Das kommt dann dieser Tag mal online. Schauen wir mal, wann ich dafür dann die Zeit habe, das alles noch zu schneiden und ein bisschen aufzubereiten. Ich habe schon den ganzen Stuff, habe ich schon soweit vorbereitet. Ist auf jeden Fall ein kleines bisschen größeres Video geworden. Wird mich mega freuen, wenn ihr da auch schon reinschaut. Jetzt machen wir mal hier Folgendes. Wir schwimmen hier gerade mal den Grund ab. Wir könnten ja noch ein bisschen Seetang mitnehmen. Noch so eine kleine, noch so ein ganz kleines bisschen hier oben. Ne? Wir sehen so ein kleines bisschen Schrott. Also Seetang brauchen wir in jedem Falle, weil wir würden auch dann wieder die größeren Inseln anfahren und wollen dann in den größeren Inseln wollen wir auf jeden Fall wieder eine Loot-Party machen. Ich würde gerne hier noch ein paar Erze mitnehmen und etwas Schrott. Schrott ist ganz, ganz wichtig, gerade im Late-Game, dass jedes Teil Schrott ist da wirklich, wirklich Gold wert. Sand und Ton, das können wir auch mitnehmen. Unser Rucksack ist ja jetzt etwas größer geworden, aufgrund dessen, dass wir ja hier die Möglichkeit hatten, durch einige Felle von den Alpakas uns den größeren Rucksack herzustellen. Das fand ich richtig gut. Schaut mal, der hat jetzt 25 Platz. Übrigens ist das Schwierigkeitsgrad einfach. Im Schwierigkeitsgrad einfach ist es so, dass hier nichts von unserem Inventar verloren geht, egal wo wir umfallen. Das ist ja schon mal signifikant richtig, richtig gut. Ich habe das Spiel schon mit euch in der letzten Season, habe ich das mit euch ja komplett durchgespielt auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Da war es etwas anders. Aber ich habe gesagt, wisst ihr was, wir machen noch ein letztes Mal Raft. Und zwar dieses Mal wirklich, wirklich entspannt, sodass wir uns alles nochmal ganz in Ruhe anschauen können. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich kann euch da, wie gesagt, jederzeit sehr, sehr gerne Tipps geben. Ich habe in dem Spiel über 1240 Stunden mittlerweile versenkt. Also wir sind echt rumgekommen in dem Spiel und haben, glaube ich, alles 3 oder 5 Mal gesehen oder vielleicht 20 Mal. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen, aber wie gesagt, wenn ihr da Fragen dazu habt, dann gerne reinballern und ich versuche euch so gut wie es geht zu beantworten. Ne? Meine Devise ist, wenn ich das Spiel einmal durchgespielt habe und möchte es schon doch nochmal spielen, weil mich reizt das irgendwie, mich juckt das irgendwie, dann sage ich so, ich mache diese Staffeln definitiv etwas breiter. Das heißt nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Folge, sondern ich versuche dann wirklich, das ein ganz kleines bisschen so ausdehnen zu lassen. In einer Woche maximal 1 oder 2 Folgen, so verliere ich die Lust nicht am Spiel und ihr kriegt trotzdem jede Woche mindestens eine Folge frisch präsentiert von unserem Lieblingsraft Überleben auf unserem, ne, auf unserem Floß. Und wie gesagt, wir schauen heute mal, dass wir hier das alles noch ein ganz kleines bisschen ausgebaut bekommen. Ja, Sand und Ton, wer braucht das schon? Hier unten unter dem Raft ist vielleicht noch ein bisschen was drunter. Da würde ich mal gerne noch... Na, das war's dann hier. Ist okay. Oh, hier kommt der Kollege, schaut mal. Wir haben ihn wunderschön getroffen. Kurz bevor er zuzwacken konnte. Unglaublich. Richtig geil. Das war ein richtig absolut perfekter Moment. Da kommt wieder der Kollege. Denkt bitte dran, dreht euch rum und haut eben noch eine hinten rein. Ich würde hier nicht die Machete bevorzugen, obwohl die Machete stärker wie der Speer ist. Ich würde nach wie vor, würde ich hier immer wieder mit dem Speer nachhaken wollen. Ne? Ein Schuss, zweiter Schuss, dann wechselt man schnell auf Speer und dann haut man hier hinten noch... Ah, war schon ein Stück zu weit, aber ihr habt gesehen, ne, was man damit machen kann. Also zack, einmal zu und dann schimmern wir schön mit dem Speer immer hinten rein. Und dann so gut wie es geht mal auftauchen, weil das ist das einzige Problem im Schwierigkeitsgrad leicht. Jetzt kommt er wieder, der Kollege, beißt wieder zu. Ich sag mal, wenn ihr einen Speer habt, ist das kein Problem mehr. Ne, unser Brucey. Und ihr seht schon, das war's. Ja, jetzt haben wir wieder das schöne Haifleisch. Da kann man wieder schön, satt werden davon. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir hier uns mal ganz, ganz schnell noch einen Haken basteln und uns hier unten den Stuff holen unter unserem Raft. Schaut mal, hier haben wir sogar noch einen Haken drin. Hau mich weg. Sehr geil. So, zack, Haken rein. So, das möchte ich gerne noch mitnehmen. Das Kupfer, das gönnt uns ja wieder Batterien. Und ihr wisst ja, Batterien sind ganz, ganz wichtig zurzeit. Und dann müssen wir ja noch zusehen. Vielleicht schaffen wir das in dieser Folge.
Mein Lieben, dann müssen wir noch zusehen, dass wir die neuen Gerätschaften bauen. Unter anderem die Raffinerie, oder? Gerade mit zum Beispiel Eier können wir da reinstopfen und wir brauchen auf jeden Fall Honig, weil Bienen bräuchten wir auf jeden Fall, so einen Bienenstock, dass wir so ein bisschen, Honig immer wieder in die Raffinerie mit reinstopfen können und dann können wir ja diesen guten Biosprit rausholen, der deutlich, deutlich länger hält bei unseren Motoren. Ja, und das bringt uns wieder ein ganz, ganz schönes Stück voran. Und macht auch riesen Spaß, also das alleine zu bauen und dann ne, zu schauen, was das alles ausmacht. Und das macht so einen Fun. Das ist wieder eine andere Art von, Genugtuung hier bei dem Spiel. Weil man bekommt immer wieder neue Erfolge, immer wieder neue Teile, indem man dann einfach hier gerade die Quest-Hubs abläuft. Und an den Quest-Hubs, halt so gut wie es geht nach diesen Plänen Ausschau hält. Und wenn man dann halt Ausschau hält, dann bekommt man ja diese tollen neuen Teile dazu. Ihr seht mal, benötigt Wasser, das haben wir gerade dort reingeschüttet. Das ganze Problem ist hier dran. Die einfache Batterie, die ist einfach alle. Und die Batterie, die hat noch was. Also wird das höchstwahrscheinlich so weit sein, dass das Ding hier noch was abgibt. Das ist kein Problem. Wir bräuchten auf jeden Fall von den Alpakas hier, bräuchten wir mal diese Felle. Wir müssten nochmal mit einer Schere hochkommen. Diese Felle garantieren uns unten in dem Recycler wieder sehr, sehr viele Müllwürfel. Und mit den Müllwürfeln können wir dann wieder auf die großen Inseln, können wir wieder shoppen gehen. Okay. Mittlerweile habe ich dann sehr, sehr viele Leute in meiner Community, die sich im letzten Stream bereit erklärt haben, einen Namen eines Tieres. Im Prinzip sind die wie Paten eines Tieres geworden. Finde ich richtig, richtig toll. Da ist unser Flatlegs dabei. Hier zum Beispiel unsere Nella ist dabei. Hier zum Beispiel haben wir unseren Stefan. Ne? Wir haben dann hier irgendwo, haben wir dann unsere Finchen und so weiter und so fort. Also, ne, hier ist zum Beispiel unsere Jenny dabei. Das ist die Freundin von der Nella. Also, ich fand das so süß, dass das so viele Leute mitgemacht haben. Richtig, richtig geil. Und ja, das ist es halt, ne? Wir bräuchten unbedingt mal noch eine neue Batterie. Das wäre nochmal hier schön. Wir haben uns jetzt aber nochmal mit Wasser ausgestattet. Jetzt müssen wir nochmal schnell das Wasser hochholen. Jawohl, der sponsert schon wieder. Jawohl, okay, das Ding machen wir schon mal voll. Dann würde ich sagen, einmal runter und einmal eine Batterie geholt. Ich glaube, wir haben, glaube ich, sogar keine Batterie mehr am Start. Wir müssen halt erstmal wieder welche bauen. Kupferbahn, da haben wir noch welche, aber halt nicht mehr so viele, ne? Da müssen wir auch mal wieder Gas geben. Schmelzen könnten wir dann mal wieder ein paar mehr bauen. Hier ist dann, wie gesagt, die Raffinerie. Das machen wir dann gleich. Und ja, ne, so weit, so gut. Okay, die Batterie wäre leer. Ja, das ist halt so. Hier hätten wir noch ein paar Erze. Wir haben ja keine Angst, wir haben noch eine zweite Kiste. Das ist kein Thema. Können wir dann alles schön reichlich hier reinsortieren. Ja, das ist eigentlich zu viel Holz. Pulver hätten wir noch so ein bisschen am Start. Da müssen wir mal wieder ein paar Fische jagen gehen. Und so weiter und so fort. Ah, okay. Gut, das brennt erstmal schön gemütlich durch. Jetzt gehen wir erstmal hier vorne und holen uns mal eine Kleinigkeit zu essen, würde ich sagen, oder? Hier bräuchten wir noch frisches Wasser dazu. Das haben wir wahrscheinlich das letzte Mal... Ja, das haben wir das letzte Mal wahrscheinlich vergessen. So, dann wäre... Ich wollte gerade sagen, der wäre alle. Das war klar. Irgendeiner muss immer alle gehen. Wieso haben wir jetzt kein Wasser geholt? Also manchmal denke ich... Das spielen wir uns ein bisschen, ihr wisst schon. So, dann gucken wir mal, wo hier unsere berühmten Essenskisten sind. Wir haben ja beim letzten Mal noch so ein bisschen umgebaut. Schaut mal, ne? Also hier haben wir die sogenannte Support-Mango am Start. Hier oben gibt es dann ne, definitiv noch, ja, noch auf jeden Fall ein bisschen Essen drin, wo wir dann uns ein bisschen ernähren können auf die Schnelle. Hier gibt es zum Beispiel noch eine schöne gegarte Kartoffel. Die hauen wir uns gleich rein, ebenso wie die Ananas und so weiter und so fort. Hier könnten wir zum Beispiel noch einen gegarten Hai dann gerne schnell mal zu uns nehmen. Machen wir das mal. Hauen wir den Hai rein. Hauen wir die Kartoffel rein. Die Ananas rein. Und noch zweimal Mango. Und dann hoffe ich mal, sind wir hier wieder auf der sicheren Seite. Ne? Puh, okay. Jetzt haben wir uns erstmal satt gefuttert. Oder was meint ihr? Erstmal satt gegessen. Sehr geil. Wir hatten dann hier irgendwo, genau, wir hatten irgendwo hier eine Kiste gemacht. Schaut mal, die Kiste ist dann mittlerweile auch wieder voll. Wo wir eigentlich die kaputten und alten Batterien eingelagert hatten. Hat einfach den Hintergrund, dass wir die Batterien irgendwann, spätestens im zweiten Kapitel, wieder aufladen dürfen. Da gibt es dann irgendwo Geräte dazu, die uns
die uns die Batterien wieder aufladen. Und deshalb werfe ich die nicht weg. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich würde mal zwei Teile mitnehmen. Zwei Teile garantieren uns erstmal zwei Batterien. Jetzt bräuchten wir noch etwas Short und wir bräuchten noch ein ganz kleines bisschen Kunststoff. Also hier zum Beispiel wäre ja Kunststoff dazu. Ne? Das wären jetzt 11 Einheiten, hätten wir jetzt insgesamt. Wir bräuchten noch eine einzige dazu, noch etwas Short und dann könnten wir hier schon zwei, ne, könnten wir hier schon zwei Batterien rausbasteln. Die eine bauen wir gleich oben ein und die andere würde ich sagen, lass mal direkt als Reserve hier unten stehen, weil ihr seht ja hier die auf der linken Seite, die wird dann halt auch schon rot. Übrigens im späteren Spielverlauf, keine Sorge, gibt es dann verbesserte Batterien, die dann deutlich, deutlich länger halten. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir arbeiten erstmal mit dem Stuff, was wir haben. Ganz einfach. Okay. Die Batterie, die räumen wir noch hierher. Die drei Kupferteile, würde ich sagen, die nehmen wir in jedem Fall mal mit. Das hier brennt weiter schön gemütlich durch. Ich würde mal sagen, wir hauen hier noch ein bisschen Holz rein. Ganz einfach deshalb, weil wir es können. Die Schmelzen brauchen definitiv sehr viel Holz. Und dann würde ich mal sagen, mein Lieben, was haltet ihr denn davon, wenn wir die Schmelzen noch ein ganz kleines bisschen erweitern? Also hier kriegen wir bestimmt noch mal eine hin, wenn nicht zwei. Und dann würde ich sagen, hier auf der Seite bauen wir auch noch mal hin. Ja, es muss halt leider so sein, weil ihr seht, wie schnell das dann geht. Brauchen wir dann irgendwelche Teile und das dauert dann wieder ewig, ne? Immer dann was rausbekommt. Gut. Da habe ich erstmal genug Gas gegeben beim Labern. Jetzt würde ich Folgendes machen. Wir garen uns erstmal ganz gemütlich ein paar Kartoffeln durch. Unter Wasser warmer, über der Wasseroberfläche warmer auch. Das heißt, für uns ist es nichts anderes zu tun, als hier wieder unser Segel zu drehen. Schauen wir mal, wo uns die Strömung hintreibt. Die treibt uns hier gen Westen. Machen wir mal die Karte auf. Und dann würde ich sagen, Leinen los, Anker lichten. Und wir drehen uns ganz zart. Und dann würde ich sagen, los geht's, ne? Geht's wieder los hier. So, einmal wenden. Und dann immer schön der Strömung langfahren. Immer schön der Strömung lang. Hier auf der linken Seite haben wir so einen schönen Wimpel. Das ist die Backbordseite. Die linke Seite ist, glaube ich, immer die Backbordseite. Berichtigt mich später, wenn es falsch ist. Aber ich glaube, die linke Seite war immer die Backbordseite. Und jetzt können wir hier schön gemütlich mit ausgeklappten Segel, können wir hier schön gemütlich hinfahren. Da gab es auch die nächste Frage von der Community, meine Lieben, beziehungsweise die nächste Frage von einigen Leuten, die sich hier mit eingeschaltet haben. Und zwar haben die gefragt, Santo, ist es möglich, durch mehrere Segel die Geschwindigkeit unseres Rafts zu erhöhen? Mein Lieben, das wäre schön. Es ist aber leider nicht so. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn ich hier drei solche Teile dorthin baue, dass halt die Geschwindigkeit schneller wird. Ich sag mal, früher, ich sag mal im richtigen Leben, war das tatsächlich so, dass je mehr man größere Segel auf dem Schiff draufgebaut hat, desto besser hat das Schiff, desto schneller ist das doch schon gefahren und desto besser konnte man damit manövrieren. Das ist hier beim Raft leider nicht so. Ah, die Mechanik wurde ja nicht so mit eingebaut, wie die früher halt gang und gäbe war. Ist halt nochmal so, ne? Damit müssen wir halt leben. Hier haben wir dann alles rein. Hier hat man dann alles reingepackt. Das, was wir jetzt zum Beispiel noch lernen können, ist das sogenannte Biokraftstofftank. Mit dem Biokraftstofftank können wir dann diesen Biokraftstoff, den wir erzeugt haben, können wir dann hier rein in den Kraftstofftank reinfüllen und der wird dann automatisch unsere Motoren versorgen. Ja, da müssen wir mal gucken, wo es das Teil gibt hier. Schaut mal. Eigentlich alles mit Stuff, was wir zurzeit da haben. Kunststoff, Planken, Schrott und Bolzen. Das hier ist das Wichtigste von allen. Wir brauchen unbedingt Bienen. Wir brauchen unbedingt Bienengläser. Und mit diesen Bienengläser können wir dann einen Bienenstock aufbauen und der Bienenstock, der garantiert uns dann endlich Bienen. Was gibt es da noch zu tun, mein Lieben? Ich sag's euch, auf der anderen Seite müssen wir halt schauen, dass wir unser Raft noch ein Stück erweitern. Wir sollten dann auf einer Seite vielleicht oben, danke Bruce, wir sollten vielleicht auf einer Seite oben, sollten wir dann schon schauen, dass wir halt zum Beispiel doch einen kleinen Bienenstock machen. Die Bienen brauchen auf jeden Fall Ruhe und die Bienen möchten ja, so ein ganz kleines bisschen ihren Frieden haben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Bienen relativ abgeschottet, ne? Woanders hinpacken. Deshalb würde ich sagen, wenn wir hier schon das Raft vergrößern, dann müssen wir hier links und rechts definitiv ausbauen. Also da müssen wir das Ding wirklich in die Breite schieben. Das sähe dann so ähnlich aus wie so ein Pfeil. Denkt euch einfach so ein Pfeil, der ist vorne ziemlich breit, geht eher los mit der Spitze und wird dann in der Hälfte ganz breit und dann hinten geht er so einen etwas dünneren Schlauch, geht er dann raus und so sollte dann die nächste Ausbaustufe unseres Rafts hier aussehen. Vorne kriegen wir dann zwei Räume obendrauf. Der eine Raum ist dann ganz normal, wird dann trotzdem die kleine Kajüte sein von unserem Kapitän, von unserem Detlef. Und die andere Seite würde ich dann sagen, bauen wir entweder mit Tieren, bauen wir dann hin, oder wir basteln uns dann nach wie vor dort oben so einen kleinen Bienenstock hin. Müssen wir mal schauen.
Ich persönlich würde ja eher die Bienen im hinteren Teil des Rafts unterbringen. Ja, hat einfach andere Gründe, weil die Bienen wollen ihre Ruhe und ich denke mal so genau mittendrin in unserem Raft. Ich glaube, das mögen die irgendwie nicht. Aber lassen wir uns überraschen. Wir stehen hier direkt hier. Ich wollte gerade sagen, wir stehen hier. Eher gesagt an der Grenze dran. Achtung, Kumpel Brucey. Sehr schön ausgewichen, wunderbar. Haben wir echt klasse gemacht. Okay, der zweite Biss hat gesessen. Ja gut, das ist unsere eigene Schuld. Wir machen hier mal kurz den Anker fest, weil schaut mal. Ist doch eine wunderschöne Insel, oder? Die lädt doch eigentlich zum An Land gehen ein, oder? Hätten wir wieder ein bisschen Holz drauf, paar schöne Blumen und so weiter und so fort. Vielleicht hätten wir hier auch ein bisschen. Oh, schön. Bisschen was im Meer. Bisschen was wir uns holen könnten. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Was sagt ihr? Gehen wir nochmal an Land? Gut. Also, Palmen gibt es hier, Kokosnuss, Palmblätter. Also, alles, was man so kennt. Ja, das wird sich auch in Raft hier nie ändern. Übrigens, schaut euch immer mal um, vor allen Dingen abends ist das wirklich, wirklich gut, weil abends sieht man dann immer das Obst zum Beispiel, was hier irgendwo rumsteht. Das leuchtet dann immer so ein ganz kleines bisschen. Und das empfehle ich dann jedem, die Insel, wenn man halt so nicht gleich sieht an Stuff, was es hier so alles gibt, geht am besten am Abend mal auf so eine Insel drauf. Keine Angst, es wird euch nichts passieren. Hier kommt kein böses Tier oder so auch am Abend, sondern es ist ganz einfach so, dass die ganzen Teile abends besser erkennbar sind. Genauso unter Wasser. Genauso unter Wasser. Denkt bitte dran. Gut. Jetzt würde ich hier Folgendes machen. Jetzt grasen wir hier noch die Ananas ab. Schaut mal. Hier drüben ist also die Insel bietet ja die. Ach, das ist ja wunderschön. Ne? Da können wir wieder unten schön außen rum schwimmen. Und können wir uns noch mal ein bisschen Loot einheimsen. Und schaut mal. Langsam, aber sicher wird dann halt auch unser Rucksack voll. Ist aber auch nicht schlimm. Deshalb haben wir hier den größeren Rucksack am Start. Deshalb laufen wir jetzt mal zurück zu unserem Raft und laden mal ab. Schaut mal, das ist ein wunderschönes Becken hier. Boah, das lädt richtig ein, ne? Also dieses Becken hier lädt richtig, richtig geil ein. Super schön hier. Ist so richtig so ein kleines bisschen, wie soll ich das sagen? So ein kleines bisschen wie Urlaub, ne? Wie Urlaub auf so einer einsamen Insel. Stelle ich mir tatsächlich genauso vor. Okay, also hier hätten wir dann wieder ein bisschen Leder am Start und sowas. Das müssen wir alles mal einrollen. Das müssen wir alles so gut wie es geht mal irgendwo hinpacken. Hier haben wir ne, Sand und Ton. Schaut mal, wie viel wir dann mittlerweile Ziegel basteln können, wie viel wir da mittlerweile dann wieder Schmelzen hinstellen können und so weiter und so fort. Also es ist fantastisch. Hier, da kommen noch die ganzen Samen rein. Hier haben wir noch die Baupläne zum Beispiel. Ich werfe nie irgendeinen Bauplan weg, wenn ihr das mal so genau wissen wollt. Hat wie gesagt einfach den Hintergrund. Ja, ich habe schon früher alles gesammelt und. So. Wollte es gerade sagen, jetzt haben wir doch tatsächlich echt verfehlt. Was wollte ich sagen? Ich hab früher sehr gerne alles gesammelt und mache das auch heutzutage noch. Und deshalb sammle ich dann irgendwelche auch die Baupläne, weil die Baupläne, die kann man dann, glaube ich, in diese Bilderrahmen reinpacken und die kann man dann irgendwo ausstellen. Ja, es ist tatsächlich so. Hier gibt es dann, ja, hier gibt es dann den speziellen Stuff da drin. Hier gibt es dann Federn und Leder und so weiter. Also alles, was wir hier vorne haben, ne, schaut mal, Leder. Federn, dann hat man die Seile, die haben wir gerade da reingepackt. Hier zum Beispiel gibt es noch zwei neue Rezepte. Die könnten wir dann. Hier gibt es die Bienen. Ja, hier haben wir die Bienengläser reingepackt. Hier gab es die Rezepte. Die packt man dann gleich hier rein. Hier oben gibt es dann lauter Samen. Und hier gibt es dann. Ne, hier gibt es dann Federn, Leder, Blumen. Hat man mal angefangen, ein bisschen was zu holen. Und so weiter und so fort. Und hier auf der anderen Seite gibt es halt nur Baustoffe. Ne, Baustoffe ohne Ende. Das Kupfer trauen wir wieder hinter. Hier könnten wir auch noch ein bisschen. Die Kunststoffe ablegen, das könnten wir gerne mal essen. Bei dem Spiel muss man immer die Maustaste gedrückt halten beim Hin- und Her-Switchen. Kein Problem. Schaut mal, die Kartoffeln sind auch schon durch. Jetzt würde ich mal gerne noch eine Rübe würde ich gerne mal noch holen, wenn es irgendwie hier geht, wenn wir mal einen finden. So, dann hätten wir nämlich auch schon wieder drei. Dann hauen wir die drei Kartoffeln runter und packen dann einfach drei Rüben drauf. Und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Ne? Okay. Gut, das ernten wir mal raus. Machen wir genau dasselbe. Einmal Süßwasser, zack, einmal trinken, alles gut. Das ist die tägliche Routine. Das ist echt die tägliche Routine. Einmal alles abgrasen, einmal wieder neu pflanzen, einmal rausgehen, einmal Salzwasser holen. Ne? Und dann hier diesen
das Teil wieder, den Entsalzer wieder befüllen und alles ist gut. Ne? Das können wir auch mit dem hier machen. Also von dem her, ne? Alles schick. Hier habe ich uns gesagt, brauchen wir ja unbedingt diese Müllwürfel. Es ist leider nichts mehr drin. Das heißt, wir müssen erstmal mit einer Schere hochgehen, oben ein bisschen Fell schneiden und dann hauen wir das Fell hier wieder rein, und dann geht es hier ganz normal weiter mit diesen Müllwürfeln. Was gibt es noch zu sagen? Da ist schon wieder ein bisschen Essen drin. Das wird nicht schlecht, keine Sorge. Und hier guckt man mal, was wir hier noch so an Stuff drin haben. Das waren die Batterien, Stein und Holz. Ah, alles Baustoffe, ne, hier drin. Genau, hier gab es noch Sand und Ton. Und hier unten gab es dann die ganzen Palmblätter. Und hier sind ja unsere berühmten Ankommenkisten. Die Ankommenkisten haben nur die... haben im Prinzip nur das... ja, wie soll ich denn das sagen? Da kommen wir halt an, hauen dort alles rein. Und dann geht's halt weiter, ne? Das war halt Sinn und Zweck der ganzen Geschichte von diesen, ja, ich habe sie jetzt mal Ankommenkisten genannt. Also die kann man auch garantiert anders nennen. So, Kupfer geht hinter. Schaut mal, Kupfer ist wieder komplett durchgeschmolzen mit allem drum und dran. Wir werden es jetzt mal so machen. Wir werden jetzt 5 Metall nehmen. Weil wir brauchen auch wieder Metallbahn, gerade für die Hägen und so weiter und so fort. Oh ja, 12, ja. Also es geht schon, alles gut. Ne? Das kriegen wir schon hin. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, meine Lieben? Wir hauen uns ins Bett. Wir hauen uns ins Bett, pennen eine Runde, wachen wieder auf, stärken uns, frühstücken ein kleines Stückchen. Haben wir ja die schönen, ne, die schönen gegarten Kartoffeln haben wir hier am Start. Und da könnten wir uns ja unten sogar nochmal Rüben einverleiben hier. Ne? Die sind nämlich auch schon mittlerweile fertig. Dann packen wir gleich wieder ein paar, dann packen wir wieder hier ein paar Kartoffeln drauf. Hier, die Rüben sind auch schon wieder fertig. Schaut mal. Ne? Können wir auch schon wieder einmal. Ist halt wirklich die tägliche Routine geworden. Also es ist wirklich abgrasen, neu pflanzen, einen Schluck trinken und dann geht es hier gleich weiter. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Macht unheimlich Spaß, gerade solche Routinen. So, dann sortieren wir das mal ein ganz kleines Stück. Das würde ich dann auch gerne mal sortieren. Hier haben wir zum Beispiel noch 2 Tonschalen. Hier oben hatte ich irgendwann mal noch eine drin. Hier. Ich weiß ja gar nicht, warum die Tonschale da drin ist. Würde ich mir da gerne hierher räumen. Holen wir mal den Haihappen raus. Das ist richtig, richtig gutes Essen. Qualitativ absolut hochwertige Mahlzeit. Würde ich dann nur einnehmen oder sehr, sehr gerne nur einnehmen, wenn wir dann bei den Quest-Hubs unterwegs sind, ne? Beziehungsweise bei den Story-Hubs. So, und jetzt ist es soweit, meine Lieben. Wir hauen uns ins Wasser rein und schauen mal, was die Insel unter Wasser zu bieten hat. Schöner Schuss, Detlef. Direkt richtig schön ins Maul reingehalten. Keine Angst, der wendet. Wir ziehen auf. Und wenn er halt nochmal aufmuckt, dann kriegt er noch einen ins Maul. Nützt nichts. Brucey hat es nicht anders verdient. Der kommt immer wieder, ne? Passt auf. Und wir haben wieder getroffen. Es war zwar ganz, ganz knapp, aber ihr seht, wie schwer das ist, gerade da dagegen nochmal abzuluten. Und gerade dem wieder getroffen. Gerade ein bisschen zu looten und so weiter und so fort ist echt schwer. Das heißt, also, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, legt euch erst mit Bruce an. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe abluten. Ne? Das ist kein Thema. Der hält, glaube ich, 8 Schüsse aus von diesen Metallpfeilen. Ja, das ist trotzdem viel, ne? Respekt. Respekt, lieber Bruce. Da habe ich viel zu spät reagiert. Also unglaublich spät. Und das ist halt meistens dann der Tod. Wenn man keine Luft mehr hat, dann lässt man sich noch von Bruce beißen, ist dann meistens genau das, die Geschichte. Dann fällt man einfach um und dann war's das. Und ihr seht, 8 Treffer, das waren jetzt glaube ich 8 Stück. Und schon ist hier Brucey, ja, wieder, ne? Ihr wisst Bescheid. Okay, jetzt können wir hier mal ganz in Ruhe wieder abluten. Wir nehmen hier mal Sand und Ton mit. Wir nehmen selbstverständlich ein bisschen Schrott mit. Wir haben hier Glück, dass diese Insel voller kleiner Spots ist. Schaut mal, wir müssen da gar nicht so weit schwimmen. Einfach so ein bisschen mitnehmen. Und gerade hier vorne ist wieder Sand und Ton. Sehr schön. Also für diese Insel richtig, richtig gut. Bisschen Schrott am Start. Hier noch ein bisschen. Da hätten wir so ein kleines bisschen. Und ich freue mich ja, dass man die Munition zum Beispiel von die Kugelfische, wenn man dann wieder Tiere einfangen möchte, dass man für die Munition auch noch Steine braucht. Das ist das Schöne dran, dass da geraten halt zum Beispiel auch diese Steine, die man nur ganz am Anfang braucht für die ersten Tools, da geraten halt die Steine auch niemals in Vergessenheit. Das finde ich persönlich richtig toll, dass sie das da so gemacht haben. Bei manchen Spielen ist es halt so, wenn man halt aus einer
Tech-Zeit oder so weg ist, sage ich jetzt mal, dann braucht man auch diese Teile nicht mehr und dann kann man sich halt dann auf das nächst Bessere verlassen. Hier ist es tatsächlich nicht so. Hier muss man auch immer wieder back to the roots, immer mal schauen, was es noch so am Start gibt, beziehungsweise hat man denn auch noch von den, ich sag mal, von den Erstwaren oder von den, ja, von den ersten Teilen, die man hier so geangelt hat, beziehungsweise rausgezogen hat, die Steine oder so, hat man denn dann noch ein paar am Start, weil ohne die kann man halt keine Munition bauen. Weil der Netzwerfer, der muss halt mit Steinen beschwert werden, damit er halt, ne, damit, ja, damit man halt die Tiere einfangen kann, ne? Sonst würden ja die Tiere wieder raus, Reis ausnehmen. Ist halt ganz einfach so. Finde ich auch eine schöne Mechanik. Also zum Tiere einfangen, das finde ich echt eine schöne Mechanik. Hat auch so kein anderes Spiel. Ist wirklich so. So, mein Lieben, also der Haken hat nur ungefähr die halbe Haltbarkeit. Ist ja gar nicht so schlecht, finde ich. Jetzt hoffen wir nur mal, dass unser Brucey, noch ein ganz kleines bisschen schläft, dass er sich noch ein bisschen ausruht. In der Zwischenzeit holen wir uns hier nochmal ein bisschen Stuff ab. Schaut mal, was es hier alles gibt, ne? Alleine die Steine, alleine den Schrott, alles, was hier liegt. Schaut mal. Einfach da bleiben, linke Maustaste gedrückt halten, einmal komplett abluden alles. Und wenn ihr noch Steine braucht, dann holt euch hier noch die Steine raus. Absolut kein Problem. Richtig, richtig tolle Insel. Lädt geradezu zum Looten ein für alles, was es hier gibt. Und glaubt mir, es gibt ja noch einen besseren Haken. Und wenn ihr denn den noch besseren Haken habt, dann geht es hier noch schneller. Dann könnt ihr hier, euer Super Raft, eure Träume basteln. Weil zum Schluss habt ihr wirklich die Werkzeuge, auf die es dann drauf ankommt. Übrigens, an die Werkzeuge zu kommen, macht, ja, braucht man auch ein bisschen, ganz klar Geduld, weil es gibt dann später noch ein Erz, was man deutlich seltener findet, als die ganzen Erze, die wir hier gerade abgelootet haben, mein Lieben. Und das ist das Titan. Ja, genau, das ist tatsächlich das Titan. So. Jetzt sind wir auf der Seite schon mal gut und gerne richtig gut vorangekommen. Hier hätten wir noch ein bisschen Stuff rumliegen. Einfach nur den Schrott. Wir nehmen dann einfach nur den Schrott mit und noch ein bisschen Sand. So, hier. Kriegen wir schon hin. Der Haken ist auch gleich wieder durch. Ja, hier vorne liegt noch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, reicht für heute. Und reicht für die Insel. Ich hab's gewusst, dass der Brucey wiederkommt. Es dauert halt nicht lange. Und unser Brucey kommt, ist es aber auch nicht schlimm. Alles gut. Okay, jetzt ist er weg. Ich wollte gerade sagen, ein Biss halten wir locker noch aus. Wir halten meistens vier Bisse halt mal aus. Wenn wir viermal gebissen worden sind, dann müssen wir aus Raft zurück. Und schaut mal, 27 Stück Schrott, 13 Stück Ton, 90 Stück Sand. Sehr viel Metallerz, etwas Kupfer, Seetang, noch ein paar Muscheln und so weiter und so fort. Also es hat sich wirklich gelohnt, hier auch unter Wasser noch mal ein bisschen was mitzunehmen. Ich würde jetzt Folgendes machen. Wir legen wieder ab. Ich würde dann ganz einfach sagen, wir legen wieder ab. Vorsicht, wir müssten hier ein ganz kleines bisschen gegendrehen, dass wir nicht hier an die Insel knallen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Genau, so ein bisschen ausweichen. Also so ganz so weit müssen wir jetzt nicht ausweichen. Hauptsache, wir drehen uns noch ein ganz kleines bisschen von der Insel weg, wäre cool. So, hier, das passt schon. So, und dann irgendwie mal geradeaus und dann... Ja, wunderbar. Wunderbar, passt schon. Sind wir kollidiert mit der Insel? Habt ihr was mitgekriegt? Ich glaub's nicht, oder? Ich denk's nicht, dass wir hier irgendwie kollidiert sind. Also, ich hoffe's mal nicht. Gut. Dann sind wir wieder unterwegs. Dann müssen wir halt mal gucken, dass wir von den Alpakas mal ein bisschen Fell weggeschnitten bekommen, oder? Im Prinzip vier Felle kriegen wir immer raus. Im Prinzip schon fünf. Entschuldigt bitte, das eine hatte ich wirklich übersehen. Vielleicht haben wir Glück und es ist hier mal noch irgendeine größere Insel am Start. Jetzt zur Zeit leider nicht, ne? Zur Zeit leider nicht. Die Koordinaten 5, 2, 6, 3 ist das für die Balboa, da geht es ja schon weiter. Nein, das ist Karen Town. Das machen wir wie immer im Livestream. Meine Lieben, das gucken wir uns im Livestream an. Das Kapitel 2. Denn das ist es jetzt. Wir sind nämlich jetzt schon im Kapitel 2. Das Kapitel 1 mit der Insel Balboa haben wir so gut wie es geht abgeschlossen. Ach übrigens, hier haben wir ja noch ein paar Ziegel drin. Ach was. Holen wir uns einfach noch ein paar Nägel.
Wir bräuchten noch ein paar. Und dann hätten wir hier noch ein bisschen Schrott am Start. Und dann könnten wir mit noch ein paar mehr Planken, könnten wir dort hinten schon noch ein oder zwei mehr schmelzen bauen. So sieht's aus, mein Freund. Gut, dann legen wir das hier alles mal hier drinnen wieder ab. Sand und Ton. Das kommt alles nach hinten. Hier oben hätten wir dann mal die Haifischschnäbel drinnen und so weiter und so fort. Haben wir schon den zweiten Slot angefangen. Ist ja richtig krass. So, zack, zack. Seetang kommt nach hinten. Die Muscheln kommen, glaube ich, zum Essen. So sieht's aus. Und alles, das kommt dann nach hinten. Die Kisten haben wir zu weit. Ich wollte gerade sagen, die Kisten haben wir eindeutig zu hoch gebaut. Gut. Gut. Das war's schon. Also, nehmen wir uns die zwei Schmelzen zur Brust. Und dann bauen wir die hier schön geschmeidig hier hinten hin. Ich denke nicht, dass hier zwei Stück hinpassen. Also ich weiß es zumindest nicht genau. Ich denke es nicht. So, da hätten wir eine. Und das ist dann die Nummer 2. Passt eigentlich sehr gut hier. Und wir könnten schon mehr schmelzen, ne? Ja, alles kein Problem. Und schon könnten wir mal noch zwei Erz mehr reinhauen. Und dann geht der ganze Spaß hier wieder von vorn los. Also, probieren wir es mal. Zack rein, zack rein. Immer mal mit Holz bestücken, dann noch ein kleines bisschen gleich mit. Ja, damit wir hier alles eine Sprache sprechen. Und dann, ich wollte gerade sagen, dann wären auch die 20er, der 20er Stack Planken, der wäre hier dann einfach mal weg. Der ist hier dann einfach mal komplett weg. Unglaublich. Oder was sagt ihr? Unglaublich. So, dann hätten wir das. Also, wir sind wieder unterwegs. Und kein Haken zum Beispiel gerade. Und das Fass ist halt gerade mal am Vorbeirauschen hier. Ja, dann ist es halt so, ne? Müssen wir halt mal schnell hinterlaufen. Und müssen uns doch ein kleines bisschen Metall holen. Ja. Wir bräuchten eigentlich nur Bolzen. Also wir bräuchten eigentlich nur mal... Hauen wir uns mal 3 Stück rein. Und dann gehen wir vor und holen uns dann den restlichen Stuff. Und hoffentlich haben wir Glück. Und wir bekommen hier... Ah, wir bräuchten noch ein bisschen Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. So, hier. Seile. Wunderbar. Ja, dann haben wir die Hegen raus. Kleinhaken rein ins Inventar. Kriegen wir das Fass noch? Was meint ihr? Kriegen wir es noch? Direkt hinten hinstellen. Reinwerfen. Letzte Chance. Ja, wir haben es. Ja. Super geil. Sehr geil. So, hier vorne kommt eine schöne Kiste angeschwommen. Na, das ist natürlich. Dankeschön. Palmblatt, Schrott, Planken, Kunststoff. Alles, was hier das Sammlerherz von Rev begehrt, haben wir hier am Start. Und dann würde ich mal sagen, meine Lieben, ich hoffe mal, dass wir demnächst mal wieder an eine größere Insel ansteuern. In 900 Meter kommt da tatsächlich mal wieder eine große. Da freue ich mich riesig drauf. Und da bin ich mal gespannt, was uns auf dieser oder an dieser großen Insel dann erwartet. Ich hoffe, dass wir die ganze Zeit so ein Bienenbiom finden. Hat eigentlich nur den Hintergrund, dass wir halt noch ein oder zwei Bienenstücke mehr bauen dürfen. Und dann im Endeffekt schauen wir mal, dass wir dann in der nächsten Folge halt zumindest mal anfangen, unser Raft hier vorne wie geplant etwas zu erweitern. Oder was meint ihr? Wie gesagt, das Gebäude wird dann komplett weggerissen und dann werden wir anfangen hier auf der linken bzw. auf der rechten Seite hier, werden wir dann anfangen, die Gebäude so ein bisschen zu verbreitern, ne? Sodass wir dann hier wie so ein Art kleinen Fall haben. Warten wir mal ab, was das alles bringt, ob das überhaupt alles was bringt. Aber bis dahin, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bleibt schön gesund. Euer Detlef, hier ist er. Ha? So war er hier steht und euer Zanto. Macht's gut. Ciao, ciao.